mir für heute Abend eine ganz besondere Tischdekoration ausgedacht. Alles sieht so aus, als würden wir gar nicht Blut von unseren Gästen. Sieht alles wie ein ganz normales Dinner aus. Mal sehen, also wann ich die bin Gäste total kommen. Gespannt, wie es aussieht. Ah, ich habe geläutet. Wie die Wohnung eingerichtet wie ist. Die Wohnung eingerichtet ist. Hallo! Das ist ja toll, hallo, dass ihr da seid. Ja, gestern ist ja doch ein bisschen spät geworden. Hallo, wir mussten uns erst noch erholen. Ich habe was Schönes mitgebracht. Du, ich habe dir gestern 8 Punkte gegeben. Stell dir vor. Das ich darfst du doch so jetzt toll. Nicht verraten. Hallöchen, ihr seid schon da. Das ist ja toll. Oh. Hallo. Das ist ja super. Ja. Ja, Mensch. Das ist so toll. Guck mal, ich habe schon gedeckt. Ja. Ich darf kurz vorstellen, Chris Roberts und Uschi Glas, setzt euch doch kurz, ihr Lieben. Sollen wir denn heute mal anders sitzen? Weil gestern saßen wir zwei ja zusammen. Vielleicht setzen wir uns heute einfach mal anders hin. Fragen wir Johannes Hester. Sollen wir uns mal anders hinsetzen? Anders hinsetzen vielleicht mal. Ja. Dann setze ich mich einfach vielleicht mal hier heute hin. Dann setze ich Uschi so? Da, dann setze ich mich da okay. hin. Muss mich entschuldigen, er ist ein Untoter. So. Guck mal hier, schick, das sagt viel über den Charakter aus hier, dieser ja. Ständer. Ah. Oh. Danke. Also vom Aperitif, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich ein bisschen enttäuscht. Die Gläser waren viel zu groß und schlecht geputzt, da hatte ich mir mehr erwartet. Prost! Entschuldige, du sollst deine Lester-Kommentare nach der Sendung abgeben. Toller Aperitif, Prost! Ich habe da was mitgebracht, falls die Schnitzel nicht flach genug sind. Schön. Also wir kommen jetzt zur Hauptspeise. Blutig gebratene Fledermaussteaks gibt's. Was könnte das wohl sein? Oh, habe ich überhaupt noch nie gegessen? Bin ich total gespannt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ach Mann. Also... ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich gebe mir schon mal 9 Punkte. Ja? Das ist ja doof. Das ist ja doof. Ich habe eine Blutallergie. Ja. Hat da was anderes noch da? Vielleicht? Ja, warte mal. Ich habe noch irgendwo so eine Marinade vorbereitet. Wo habe ich die denn? Warte oder eine mal. Beilage? Oh, darf ich mal ganz kurz hier dran? Warte ja. mal kurz. Halt, oh, Moment, Mann, warte ey. Doch mal. Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich bin vom Verlauf des Abends total enttäuscht. Von mir 0 Punkte. Was hast du denn jetzt? Ach, wie urig. Also hast du mir was mitgebracht? Ich hasse dich auch. Das ist schon super. Was hast du? Das ist ja toll. Was muss ich machen? Ganz schön. Das ist ja super. Pass auf, du musst dich jetzt ja. mal hinlegen. Ja. Ja, okay. Oder so? Ja, und jetzt? Auf. Ist das ja nett. Das ist ganz Tradition. Du sollst mir doch nichts mitbringen, du verrückt. Doch, das hört sich doch dazu. Pass mal auf jetzt. Ja? Das machen wir jetzt mal hier. Das ist aber hier das Herz. Da ist das ja. Herz. Ich dachte, bei Vampiren wäre das anders. Okay, Achtung jetzt und zack, zack, aus, zack, aus. Zack. Ja. Nichts hat überlebt. Ja, ich denke, es geht noch weiter. Du bist doch bei dem Vampir. Da wird einmal gebuzzert. Dann nehmen wir den Flock her. Ne? Sehr delikat, sehr, sehr schön. Und jetzt bin ich noch eine ganz kurze Version für die lieben Kleinen. Ihr spielt das Ganze jetzt noch mal wie für die Sendung mit der Maus gemacht. Natürlich. Natürlich. Ich bin der Butler und die beiden da werden gleich richtig ausgesaugt. Gucken wir doch mal. So, kommt herein. Das ist ja toll. Das sind ja. meine Freunde. Der das ist ein Butler, der mir immer in den Text reinredet. Richtig. Naja, macht nix. Hallöchen, na? Das da soll eine Frau sein, erkennt man an den Beulen im Kleid. Hallöchen, na? Setzt euch doch hier vorne hin. So. Der da ist ein ganz schlechter Elefantenimitator. Macht aber nichts. Hauptsache, er hat's versucht. So. Das hier war mal ein Vogel. Jetzt geht's ihm nicht so gut. Schade. So, hier kommt der Butler und sagt was. Wenn du ihm gleich das Herz durchbohrst, denk dran, dass du die Sauerei wegmachen musst. Der Dracula ist ein Vampir. Vampire trinken Blut. Das findet man hier in dem Hals von der Alten.
Und wenn der Dracula Durst hat, dann beugt er sich runter und beißt rein. Da stehen die drauf. So. Das war lecker. Aber jetzt kommt Professor von Helsing. Tötet den Vampir mit einem Schloss, den er wieder nicht in sein Herz, aber dafür in den Lungenflügel haut. Macht ja nichts. So. Ich hätte so machen müssen, siehst du? So hätte das, ich war, das war ein ganz wundervoller Elefant. Ganz, ganz schön. Wir wagen jetzt noch eine Steigerung. Denn wir haben jetzt zu Gast Helmut Zerlett, meine Damen und Herren. Ach so, ja. Was? Noch eine Steigerung zum Elefanten? Oder? Und wir wollen jetzt noch was versuchen. Das haben wir noch nie gemacht. Ihr kriegt jetzt gar kein Genre, sondern Helmut wird einfach Musik dazu spielen. Das heißt, es kann irgendwie, es könnte ein Reggae sein, damit könntet ihr irgendwo auf Jamaika landen. Ja. Und es kann alles mögliche. Nehmt einfach die Musiken auf und versucht ein bisschen selber Genres oder Situationen zu finden und spielt euch mal mit der Musik durch unsere kleine Dinner-Szene bei Draculas. Gell, Lucy? Wir freuen uns. Gerne. Und ab damit. Ich freue mich. Ich auch. Unsere Gäste sind da. Dr. van Helsing, Uschi, kommen Sie bitte näher. Uschi. Enchanté, Madame. Nehmen Sie doch bitte Platz. Ja, das ist ja lustig. Bei Ihrer Katze kommt ein Fisch. Oh, der Gastgeber. Ah, ich sag Hallo, Opfer. Sag Hallo, Opfer. Ihr seht heute wirklich super lecker aus. Hallöchen. Opfer? Ja, und Opfer schön, da sind. Ja. Nehmt doch Platz, Kinder. Danke sehr. Das sieht aber gut aus. Fleisch, Hähnchen, gebraten. Und ich dachte, ich wäre die unheimliche Figur in diesem Stück. Habe mich offenbar getäuscht, wie es aussieht. Was führt euch hierher, Bruder? Danke, ich rauch lieber mein Brot. Guter Stoff. So, Kinder. Weshalb wir aber eigentlich hier sind. Ich will einer von euch das ewige Leben schenken. Als wären wir gar nicht da, Kinder. Fühlt euch wie zu Hause. Alles wieder gut? Ja. Schön. Danke. Entschuldigung, das war der Stuhl. Nein, ich habe wahnsinnigen Hunger. Überall sind Vögel. Ich sehe überall Vögel. Du wirst gleich ganz was anderes sehen. Ich schenke dir das ewige Leben. Lecker! Wunderschöne Produkte warten auf Sie und Sie bleiben einfach sitzen, gesehen.